Moin und herzlich willkommen wieder bei Decisive Campaigns Barbarossa mit Axe inzwischen am 12. Oktober 41. Lage ist weiterhin eigentlich ganz gut. Die Finnen werden jetzt, denke ich, einfach so wie sie stehen versuchen, das zu verteidigen und die Sowjets irgendwie von der Linie da fernhalten. Damit wir direkt zu den Entscheidungen sprechen. Ja, bespringen wir kurz mal. Hier haben wir ein Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes noch, können wir ausgeben. PP hat sich etwas entspannt in letzter Zeit. Und ganz wichtig, der Truck Refit im Süden. Dass die alle mal wieder ein bisschen repariert werden, das ist teuer, aber leider immer wieder notwendig und es verbessert sogar die Beziehung ein bisschen, durch die alle da nur noch schlecht sind. Ja, jetzt werden die Punkte ja doch wieder eng. Ich kann sagen, wir müssen die Luftfallbasis im Norden nicht verlegen, genauso wenig wie die Versorgungsbasis. In der Mitte könnten wir die sogar nach Moskau packen. Hätte natürlich was für sich, aber die andere Panzerarmee ist ja gerade hier unten noch am Arbeiten. Und das Ding jetzt noch weiter zu schieben, wäre für die LKW dann absolut nicht gut. Deswegen bleibt die schön da stehen, wo die gerade ist. So, dann ein Feldbesuch, wo man persönlich irgendwo hingeht, aber das ist jetzt doch von den Kosten her sehr, sehr eng. Wir haben Befehle, gut, die sind relativ günstig. Und die Eisenbahn. Na, um die Beziehung gut zu halten zu dem Eisenbahner, würde ich hier sonst gerne noch investieren. Ich meine, zu unserem Vorgesetzten haben wir immer noch sehr gute Beziehungen und hier plus 7, immerhin minus 15. Haben wir noch minus 16, minus 18, minus 12. Aber immerhin ist keiner von denen mehr auf der niedrigsten Stufe. Dann würde ich den Feldbesuch doch wahrscheinlich sein lassen. Und die unklaren Befehle sparen wir jetzt doch für das Ende auf. So, technisch gesehen 8% einsatzbereite Panzer bei der dritten Panzergruppe, das hat nicht mehr viel mit einer Panzerarmee zu tun. Was unter anderem auch damit zusammenhängt, irgendwo ist der richtige Bericht. Dass die ja teilweise bis zu 3000 Kilometer gefahren sind seit dem letzten Refit, dann brechen die auch ständig so auseinander, einfach wegen Fehlfunktion. Und deswegen müsste man denen eigentlich auch eine Pause verordnen. Also, ich meine, das bahnt sich auch schon seit längerer Zeit an. Und hier und da war es in Berichten, glaube ich, auch schon mal kurz zu sehen oder in der Rundenzusammenfassung am Anfang, dass es denen echt schlecht geht. Aber technisch gesehen müssten wir noch ein paar Runden Moskau halten. Und dann will ich jetzt nicht denen eine Pause verordnen, wodurch sie immobil werden. Im Zweifel müssen die dann auch alles wieder in die Stadt stopfen. Deswegen müssen wir das irgendwie mit den letzten paar Panzern, die noch fahren können, durchziehen. Das mal so am Rande. Und die Frage, kann man den halt einkesseln? Also wir könnten den sicherlich nach hinten schubsen. Naja, kannst du hier von der Seite den erwischen? Vielleicht mit Verstärkung. Ja, aber den würde ich da eigentlich gerne stehen lassen, ehe die dann wieder hier rüber reinkommen. Sonst könnte der da hin und einer von da rückt noch nach. Und ihr schaut mal eben, ob ihr das zu zweit schafft. Dürftest du sogar von da noch den angreifen, das ist gut. Weil man könnte auch den hauen und da eintreiben und wenn man den dann kriegt, wäre auch eine Möglichkeit. Das ging auch ziemlich unspektakulär. Merkt man mal, wenn die Einheiten wieder Readiness haben, was das wert ist. Der ist schwach, das sollte die ja wohl schaffen mit Angriff von beiden Seiten. Ja. Dann verhaut den nochmal und dann umstellt der Rest den Block da. Der ist, glaube ich, noch zu stark. Okay, wie könnt ihr noch nach vorne? Kurz noch da. Und ob der das hält, ist wahrscheinlich fraglich. Du da und dann ist der immer nicht drin, aber das passt schon. Kann sein, dass die nochmal ausbrechen, aber es ist optisch hier langsam noch ein wenig Fortschritt.
Ja, der Tier, das sind einfach zu starke Feinde für den Moment. Oder eher zu viele Feinde. Stark sind die ja nicht mehr unbedingt alle. Aber verteile ich das einfach, wobei der könnte noch weg. Hier könnte auch noch ein Infanterist raus. So, das an der Seite würde ich auch mal gerne loswerden. Dann überlegen, den da zumindest einmal reinzustellen. Um das hier dicht zu machen. Okay, aber aus dem Sumpf dürfte keiner mehr angreifen. Jetzt geh du dahin, du gehst in dein Gebiet zurück. Schauen wir mal, ob wir den gekesselt halten können. Und dürft ihr... Ah, die kommen da drüben nicht so ganz hin. Ich würde hier ansonsten auch noch ein Feld gehen. Hoffen, dass wir das irgendwie halten. Damit euch versuchen, den zu hauen. Seht ihr hier mal langsam immer weiter zur Seite drückt. Sehr schön. Der ist wahrscheinlich noch zu stark, aber langsam ist die Ecke hier gesichert. Nur dann. Aber trotzdem nochmal mit in die Richtung. Du musst den Ort noch mitdecken. Du kannst noch mit nach Norden. Du solltest hier auch noch mit rauf. Nebenbei das Akku vielleicht auch dann noch ein Stück in die Richtung da schieben. Dass du die da drüben, die da alle kämpfen, besser drin hast. Und für die Optik. Ja, den rüber, aber eigentlich kannst du hier vielleicht nochmal weiterhelfen, wenn ihr das hier entlang hoffentlich haltet. Müsste man eigentlich sehen, ob man hier rauf weiterkommt. Neuer Versuch. Den nach hinten schubsen, den dahinter treffen und dann die hier einkesseln. Ach, auf Blick Nummer 2, das ist Sumpf, deswegen darf der Panzer da nicht mit angreifen. Motorisierter darf da auch nicht rein, du höchstens. Naja, dann versucht ihr es halt mal zu zweit. Aber es ist Sumpf. Dann kriegt man den halt nicht richtig eingekesselt. Das bricht er halt einfach so noch ein bisschen durch. Warte mal, ihr könnt den noch wegmachen. Der demnächst versuchen, obwohl, wie viele hätten? Na, es sind drei, aber drei angeschlagene. Ich glaube, das wird teuer im Stadtkampf. Jetzt blockiert die da drüben zumindest. Wenn man den nicht gekesselt kriegt, vielleicht nächstes Mal dann von allen Seiten drauf. Wenn alle da sind, was die auch noch so gerade drin. Der LKW halber solltest du aber nicht zu weit hier noch reinrücken. Das wird schon leichter Vorstoß. Mal nebenbei schauen, die LKW kurz. Nord ist statisch, sehr schön. Mitte hat plus 4%, Süd hat plus 6%. Jetzt brauchen wir nochmal, was das in tatsächlich oder in tatsächlichen Zahlen heißt. Gerade im Süden wird es ein bisschen eng, der Rest passt noch den Zahlen nach. So, einen haben wir kurz bewegt. Tja, die Frage, kommt man da hinten? Ah, das sieht doch gut aus.
Und dann könnt ihr auch gleich versuchen, die schon fertig zu machen. Was ihr aber wohl leider noch nicht schafft. Naja, man sollte nicht ignorieren, dass die Werte teilweise bescheiden sind. Aber gut, die schiere Masse wird den ja wohl. Danke. Habt ihr alle weiterhin kaum Bewegungspunkte und solltet auch langsam in die Richtung von Moskau hopsen, damit ihr euch da noch mit aufstellen könnt. Ach ja, der war außer Kommandoreichweite. Wenn ihr gar nichts tun könnt, vielleicht muss das Saku noch einen Schritt. Ah, dann zieht ihn einen Schritt mit nach hinten oder so. Heißt, der oben ist auch nicht drin, aber der bewacht ja den Ort, das passt soweit. Oh, du bist noch da, aber Angriffe auf die werden sich wohl kaum lohnen, wie das bisher läuft. Na, du darfst da nicht mal mehr angreifen, sonst blockt den raus und ihr haut die da bitte um. Danke. Dürft ihr euch noch irgendwie bewegen? Nur, dass dann schon mal hier noch eine Einheit vielleicht Richtung Moskau marschiert. Und da darfst du nicht hin, außer Kommandoreichweite. Sonst geh auch schon daran, dass da nur ein paar mehr dran rumstehen in der Stadt. Dann kommt ihr da langsam vorwärts, ihr sichert den Ort weiter. Und wenn du dich eh bewegt hast, kannst du auch technisch betrachtet hier nochmal eben das leichte Feld anmalen, dass man sieht, falls da einer kommen würde. So, ihr bewacht hier den Fluss. Der Reiter ist noch frei. Ist sonst auch erstmal einfach nach vorne. Gut, hier, wer hat noch die Frage, hier irgendwie rumkesseln? Oder sonst fangen wir erstmal hier hinten an. Weil das sind auch nicht die fittesten Truppen hier. Aber der ist doch jetzt schon Monate unter, also überhaupt nicht versorgt. Zieht sich. Aber noch zurück. Schafft es einer, den zu verhauen? Na, der ist broken, sehr schön. Aber du gehst ja noch rein und malst das an, bist demnächst außerhalb der Haku-Reichweite. Also, jetzt schon, aber dann sieht das auf der Karte mal schöner aus. Ich bin froh, dass hier nie ein Gegner durchmarschiert ist auf die Bahn, das hätte echt noch heikel werden können. Also du müsstest eigentlich dann hier oben das nochmal dicht machen, tja, und dann den hauen und dann. Oder den zuerst und dann die beiden. Es ist nur ein geschwächter Reiter. Ob wir wirklich alle. Ah, okay, geht auf Nummer sicher, aber andererseits müssten ja eigentlich noch auf den da und dann. Ja, schön, dann haut hier mal alles drauf. Und wer da noch Zeit hat, hier oben bitte eine. Okay, jetzt sind es nur noch zwei. Dürft hier wahrscheinlich nicht mehr angreifen. Die noch anpfeifen und dann einfach hoffen, dass die das kriegen. Leider nicht, aber jetzt sitzen die langsam fest. Das wird schon. So, ihr hier drüben, ich meine, wenn ihr den kriegt und die alle eingekesselt wären, das hätte auch was für sich. Aber es darf nur einer angreifen, weil der über den Fluss hat. Ach ja, die waren eingekesselt, die haben keine Readiness. Deswegen nur herzlich wenig machen. Das noch da und mit angreifen, wenn man zumindest hier rum vielleicht versucht. Naja, schön, dann versucht die hier wenigstens schon mal zu blockieren. Dann, ja, okay. Die
brauchen dann einen Moment, bis sie wieder richtig fit sind. Und ihr natürlich versuchen, den zu überfallen. Warte, du machst da nicht mit, du musst dich noch regenerieren. Sehr schön. Kommt dann hier auch langsam vorwärts, das läuft schon. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen aus Südschun genommen Einheiten, aber die arbeiten hier zusammen. Kleine Lücke, aber das sollte passen, da ist höchstens ein Infanterist. Der wird hoffentlich nicht zu viel Stress machen. Lasst mir eigentlich jetzt sehen, mit der Panzerarmee hier irgendwie rumzukommen. Da sind ja anscheinend nur noch geschwächte Gegner. Weil da, wo man langstoßen könnte, ist natürlich ein stärkerer und man selber hat nur Schrott. Das Ding ist schnell, aber hat keine Kampfkraft mehr. Ich fürchte, so geht es ja vielen Einheiten. Natürlich in Schritt 1 versuchen, den einfach und dann hier irgendwie noch durch. Da kann unser Infanterist alleine den loswerden, nur so, damit die Panzer fahren können. Der ist noch da. War schon sehr, sehr geschwächt. 147 Bewegungspunkte haben wir für sich. Natürlich nerven die Kontrollzonen unter Wald. Er käme zum Beispiel darüber. Wenn man hier doch einen hier noch raus beordern. Ich hoffe, der fährt jetzt hier also. Gerne auf den haut. Reicht das? Sehr gut. Bei den nächsten wird es schon wieder enger, aber dann sind wir an der Stelle hier langsam durch und könnten halt wirklich noch überlegen, da runter zu fahren und das alles einzukesseln oder da runter und sich mit denen zu treffen. Okay, das ist für die Versorgung natürlich für die LKW nicht schön, aber die LKW-Zahlen waren ja noch in Ordnung. Ist die Frage, was ihr macht. Ich meine, du kannst noch dahin, nur so, dass hier ein bisschen mehr Verbindung ist. Klar ist hier der Weg noch offen, aber das wird hoffentlich schon. Und ihr könnt natürlich auch einfach auf die Stadt hauen. Einen akuten, mittelprächtigen Infanteristen solltet ihr ja schon erwischen können. Sehen wir auch mal, was da los ist. Nicht viel. Sonst nehmt den auch schon mal raus. Aber dann fehlt hier langsam die Power, noch viel mehr zu machen. Und ihr dürftet noch ein bisschen außen rumfahren. An Aurel steht einer. Könnt natürlich noch auf den gehen. Und ja, zusehen, dass ihr die Reste der gegnerischen Truppen irgendwie vor euch hertreibt. Sieht ganz ordentlich aus. Ich meine, wenn ihr wirklich nur rumsteht, ein bisschen Treibstoff ist ja da und so. Und ein bisschen die Gegend angucken könnt ihr euch hier schon noch. Gut, das ist für die, die da ist, vielleicht ein bisschen viel. Nicht, wenn du in der Nähe der Brücke aufpasst. Einfach so den Fluss zu überqueren, natürlich nicht sein, hier nur ein bisschen angemalt. Gut, dann springen wir mal nach Süden. Und du marschierst, ach da war das über dein Gebiet. Ja, achso, ja, hier ist die Grenze.
Würde es sie eigentlich an der Stelle schon gerne zukriegen. Keine Chance, da ranzukommen. Also Dums ist eher. Oder muss der von der anderen Seite kommen? So. Ja, das fällt. Ich meine, der wird selbst eingekesselt werden. Aber wenn die schon mal einmal eine Runde von der Versorgung getrennt wären, hätte das definitiv was für sich. Und den direkt angreifen, glaube ich jetzt nicht. Wenn wir dahin gehen, kriegen wir das Feld. Aber das reicht den. Also er muss eigentlich dahin gehen. Es wird ein bisschen Abzüge geben an den Punkten, aber ist, denke ich, in Ordnung für den Moment. Und wenn ihr das habt, könnt ihr auch noch darüber stoßen. Welche Ecke will man eigentlich anfangen? Ja, weiter versuchen hier. Und wenn ihr den kriegt und dann noch so weit lauft, wie es geht. Ist nur noch einer übrig, der kämpfen kann. Aber es reicht sehr schön. Dann baut er auch mal hinterher. Hätten wir das hier schon ein bisschen unterteilt und hier noch eine Landverbindung durch, die jetzt auch nicht übermäßig stabil ist. Aber besser als nichts. Könnt ihr hier weiter durch den Sumpf? Leider nicht. Ich bin überlegen, die noch darauf zu schicken, dass du da noch irgendwie mitmachen kannst. Ja, noch ein bisschen in die Richtung. Dann könntet ihr hier zwar schon draufhalten, aber das wäre doch alles einfacher, wenn die tatsächlich eingekesselt sind. Nebenbei sind die Werte hier häufig nicht so schön. Stellt euch da mal zu zweit hin, aber ansonsten. Haltet dann halt die Position. So, hier haben wir noch. Ja, das Panzer-Akku ist halt die Frage. Ich würde mir überlegen, das Panzer-Akku wieder nach hinten zu schicken, um jetzt doch hier beim Kessel mitwirken zu können. Ich meine, wir stehen vor Rostov. Ist jetzt halt nur mit Panzern als Großstadt ein bisschen unangenehm einzunehmen. Da müsste man eigentlich irgendwie auf Verstärkung warten und also wenn die das alles hier zerschlagen, dann käme man da so gut vorwärts. Ich könnte ja hier noch ein bisschen rumfahren und einfach weiter die Karte überall anmalen. Park am Ende ruhig erstmal wieder in der Stadt und ihr passt hier vorne einfach noch ein bisschen auf. Ja gut, oder man versucht so ähnlich wie bei Moskau halt von allen Seiten drauf zu hauen. Aber hier hätte ich schon auch gerne, dass ihr erst noch den Ort absichert. Damit alle Feinde, die vielleicht von hier unten jetzt noch fliehen, einem hier nicht reinlaufen, sondern eher auf die Krim abgedrängt werden. Und ihr treibt die wahrscheinlich mal vor euch her. Der ist nicht mehr. Okay, der käme noch weg. Das kommt ein bisschen zurück, falls man das Akku da wirklich. Ne, vielleicht nehmen sie den Ort wieder ein, aber das wird schon du bist. 11. Armee, musst ihr hier runter, um irgendwie wieder in Kommandoreichweite zu kommen. Motto. Ja, ich sehe, den würde ich auch hier wieder raufschicken. Kommst du? Okay, aber der Infanterist ist doch. Komm, du gehst noch auf das Akude an. Jetzt bleib auch da. Ja, so also eigentlich will ich das Akku wegschicken.
wieder da oben mehr mitarbeiten, dann müsst ihr das irgendwie so verteidigen. Kling und ihr hier nachrücken und die Positionen absichern. Also so weit wie es möglich ist. Ihr kommt hier immerhin schon mal über den Fluss in den Sumpf. Kannst sogar hier schon hinten ran. Sehr schön. Da könnt ihr da nachrücken. Die sind auch nicht mehr die besten. Also könnt versuchen, die jetzt einfach mit Masse zu holen. Was auch klappt. Sehr schön. Der kommt ja leider gar nicht über den Fluss. Schade. Ja, ganzer Kram bitte irgendwie hinterher. Danke. So, du kannst dann auch noch dahin und du musst auch noch einen Schritt. Hast du den da drüben drin? Dann drängt ihr darauf. Habt noch Panzereinheiten, die so halb von der anderen Seite drängen. Aber den will ich wieder gerne darauf beordern, dass er zumindest noch eben mithilft, den Kessel da zu schließen. Eigentlich noch ein Schritt. Möglichkeit, so den Fluss zu groß sichern muss eigentlich auch nicht sein. Komm mal. Oder da, wo ein Gegner steht und du kommst auch noch hier mit. Falls hier doch nochmal neben der Garnison irgendwer erscheint, passt da auf. Du könntest ja auch noch ein Feld rankommen. Dann wärst du auch drin. Dann könnten wir hier nächstes Mal arbeiten. Kannst du noch ein Feld rauf? Nee. Ein Feld runter hieße dann, dass der wieder nicht drin wäre. Bleib so stehen und kümmere dich um die Einheiten, die da sind. Kriegen wir den? Ja, gut. Ich meine, man könnte den da schon hauen. Wärst du zumindest noch nicht, also noch nicht drin, aber ein Feld näher dran. Wo sind die Rumänen? Drückt hier bitte auch weiter mit. Also so weit es funktioniert, was nicht sonderlich weit ist. Und euch von der Ecke darum. Hier ist noch ein Panzer drin, genau. Der kann eigentlich auch hier schon mit rüber. Das alles demnächst weiter zuzustellen. Und die 17. wartet mit Großangriffen, dass das mit den Kesseln immer weiter funktioniert. Ja, sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus. Würde ich sagen, also da haben wir einen schönen Kessel, hier auch gut Land erobert. Das könnte hier noch kästlich werden. Moskau ist sowieso schon gesichert und ihr habt ja noch ein bisschen was gemacht und ein paar mehr Truppen sind demnächst in der Stadt und na gut, ob das hält. Aber es sieht eigentlich alles weiterhin ganz ordentlich aus, würde ich sagen. Und dann, ach, die unklaren Befehle, genau, da war noch was. Ja, Nord, weiß ich jetzt nicht, ob die die brauchen. Mitte hat hier was laufen und Süd. Aber weil das Panzer-Akku hier einfach, ich vermisse es, das ist so wäre wie bei War in the East. Wenn man da mit einer Armee einen riesigen Bereich bearbeiten muss, dann kann man die ja quasi einfach in Chor irgendwo hinschicken. Und dann haben die zumindest den Chor-Kommandanten, auch wenn das Armee-Akku sonst wo ist. Schade, dass es hier nicht geht, aber dann würde ich die unklaren Befehle hier hingeben, damit die Panzereinheiten noch möglichst viele Bewegungspunkte haben. Ja, auch die Beziehung schlecht, um das noch ein bisschen auszugleichen, falls das triggert. Okay, und dann können wir, denke ich, aber jetzt den Zug beenden. Hoffen, dass hier mal irgendwie eine Verbindungskette zu dem hält. Damit der mal wieder Versorgung reinbekommt.
Na, die kesseln einfach gegen bei der 9. Armee. Nicht sehr freundlich. War auch zu rechnen, dass die das nochmal aufbrechen. Da im Süden anscheinend den Fluss übergangen. Oh, und jetzt ist irgendwas bei Moskau los. Schnell, bringt die Verstärkung in die Stadt. Es wäre zu ärgerlich, wenn sie die Stadt noch zurückerobern würden. Meine, es kann sein, dass das nur eine Division ist. Es kann auch eine ganze Armee sein. Man kann das irgendwo nachgucken, wo wer erscheint. Aber ich finde es viel spannender, halt das einfach nicht zu wissen. Ja, Kommandoübertretung. Ein Punkt ist nicht so tragisch. Also schauen wir mal. Ah, der Winter. Schön. Und Schlamm. Ich finde es aber gut, wenn die sowjetische Gegenoffensive auf Moskau im Schlechtwetter festhängt. Wobei genau um die Stadt herum geht es ja noch eigentlich. Aber dann geht ihr da alle rein. Ah, die 9. macht hier weiter. Gucken, kriegen wir nicht nochmal so eine Sicherungsdivision irgendwann? Ach, da ist einer, sehr schön. Nochmal ein paar Mann, die die Stadt verteidigen. Aber gut, versucht das nochmal dicht zu machen und hier vorzurücken. Ihr macht hier weiter. Ganz okay aus. Hier ist das Wetter zum Glück noch gut. Eine Motorisierte im Schlamm können halt nichts machen, deswegen sitzt er da schon automatisch fest. Aber es sieht so aus, als ob ihr viel zerschlagen könnt, was hier noch rumsteht. Die beiden sind drin und ja, ihr könnt ja eigentlich auch noch viel Stress machen. Und im Süden sind die jetzt hier nochmal nach Norden ausgebrochen. Unser Panzer hat immerhin endlich wieder Versorgung erhalten hier. Und dich kriegen wir dahin. Das ist über den Fluss. Gut, die sind hier jetzt alle ein bisschen nördlich nochmal. Seht schon teilweise mit wenig Versorgung. Ja, müsstet ihr jetzt da eigentlich stark nach rein nachsetzen. Okay. Und der südliche Kessel ist quasi schon geschlagen. Muss man sich nur noch die einzelnen Divisionen rauspicken. Also vor allem noch den Nordkessel und hier jetzt auch nicht viel getan. Okay, einer steht da noch, aber den können wir hoffentlich raushauen, dass man den Übergang kriegt, dass die irgendwann mal die Brücke reparieren können. Und ihr könnt hier wohl auch alle festsetzen. Ah, und sie haben die Brücke repariert. Das ist gut. Dann kommt hier auch endlich mal bald mehr Versorgung rüber. Gut. Ja, das ist weiterhin eine sehr schöne Lage. Man muss jetzt nur sehen, dass die einem nicht noch im letzten Moment die Stadt hier einfach klauen. Da bin ich schon froh, dass sie jetzt noch mal eine richtige Infanteriedivision, die sogar Defensivboni hat, drin ist. Ich meine, man könnte ja rein theoretisch hier die Panzergruppe auch noch in die Defensivmodus versetzen. Naja, aber ich würde sie eigentlich, denke ich, doch offensiv lassen und halt jeden bekämpfen lassen, der zu nahe kommt, und muss mal sehen, wie viel da letztlich jetzt genau sind. Ja gut, dann aber an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.